Sehr geehrte Damen und Herren, das folgende Programm ist komplett sinnlos und ziemlich bescheuert. Also am besten jetzt auf den seriösen Kanal Ihrer Wahl umschalten. Vielen Dank. Die Memoiren des Leonardo DiCaprio. Gelesen von No Idea. Unsere Geschichte beginnt an einem verregneten Novemberabend in einem kleinen Örtchen irgendwo in der Milchstraße. Der junge Leonardo DiCaprio ist gerade bei einer erfolglosen Partie Dame zugange, als ihm überraschenderweise eine Idee kommt. Boah, shit, ich hab echt keine Ahnung von Pokern. Deswegen spielen wir auch Mau Mau, du Lappen. Ich hab 2 Siebenen, okay? Noch 3 und ich hab einen Kniffel, wir gewinnen das. Okay, Leo, jetzt ganz ruhig. Ich leg meine 9 weg und dafür kriege ich... Ach, scheiße, ich kann doch noch keine zweistelligen Zahlen. Na gut, dass gerade keiner zu mir sieht. Och Mann, was ist das denn für eine Karte? Heißt Ass nicht auf Englisch Arsch? Oh nee, schon wieder verloren. Also irgendwie wird diese Schokozigarette ganz schön heiß und schmecken tut die auch nicht. Das ist ja widerlich. Also ich spiele zwar nicht so gut Bridge, aber ich weiß, was checken bedeutet. Du bist dran. Eine 7? Oh, 2 Ziehen. Na los. Hast du gehört, Herbert? Du musst 2 ziehen. Mach ihn fertig. Oh oh. Ein Strike. Der checkt das Spiel ja überhaupt nicht. Ich bin meinen Arsch nicht losgeworden. Ey, was laberst du für eine Scheiße? Ich spiel nie wieder. Hey, chill doch mal. Weißt du noch, wir haben immer noch Plan D. Schnell, lauf. Warum nicht Plan B? Hat von der Synchro besser gepasst. Halt, stopp. Ja, können Sie denn noch gut schwimmen? Ja, klar. Ich kann auch Kanaster und sogar Schach spielen. Also eher, ich nicht. Na, Hauptsache, Sie können schwimmen. Los. Oh, geil. Und so begab sich der junge Leonardo an Bord des unsinkbarsten Schiffes der Welt. Der Costa fast gar nichts. Hoch und weg mit dem Scheiß. Hallo, 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 hallo. Na, aber nein, Kunibert, du musst Tschüss rufen. Frohe Ostern, frohes neues Jahr, fröhliche Weihnachten. Warum hab ich dich bloß geheiratet? Noch ist alles in bester Ordnung, aber das änderte sich trittartig. Du bist... Gar nicht, hier ist Klippo. Na, und ich spiel nicht mit. Also, versteht hier trittartig wie schlagartig, aber wegen Füßen, also, naja. Das hat doch alles keinen Sinn. Überall ist Klippo und keiner will mitspielen. Das war's, ich hab keine Lust mehr. Halt, Moment! Vielleicht gibt es ja jemanden, der viel Gewinn spielen kann. Die alten Menschen haben doch recht. Früher war alles besser. Da musste man sich seine Schokozigaretten noch nicht anzünden. Also die Marketingabteilung hat doch echt einen Rad ab. Ich hab mir anders überlegt, ich will leben. Hallo, so eine Scheiße. Mich jemand? Kann mich mal jemand retten? Was ist denn jetzt los? Ich brauche Aufmerksamkeit. Ist ja gut, ich helfe dir. Wer bist du denn? Sind das C&A-Klamotten? Hey, ich hätte auch lieber so ein schickes Abendkleid an. Jetzt komm da runter. Ich lass mich doch nicht von einem Hobo retten. Rauchen tust du auch noch? Das ist total ungesund. Was hat die denn? Ist doch nur eine Schokozigarette. Na egal, ich hab eh keinen Bock mehr auf die Teile. Ich will jetzt was spielen. Du weißt bestimmt nicht, wie man 4 Gewinn spielt. 4 gewinnt, 5 gegen Willi, 6 nimmt, ich kenn alles. Okay, los. Klappt ja super heute. Im Kaminzimmer gibt's ein 4 gewinnt. Warum ziehst du deine Jacke aus? Ach, mir war nur warm. So schlagen wir dieses Buch nun erstmal zu und freuen uns auf das nächste Kapitel. Wenn ihr noch mehr geilen Scheiß sehen wollt, dann klickt doch auf eins dieser Fenster hier. Ha ha ha, ich bin ein Computer, ha ha ha.